Freitag auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Thorsten Tietz genießt seinen Überraschungssieg im zweiten Lauf des Super Trot Cups sichtlich. Nur die ersten beiden Pferde qualifizieren sich für den Hauptlauf Anfang August. Ein Ziel, das für den fünfjährigen Wallach Khalid eigentlich noch etwas zu hoch gesteckt schien. Wir sind das Rennen behutsam angegangen. Wir haben uns erstmal darauf konzentriert, überhaupt irgendwie eine Prämie im Rennen mitzunehmen. Und das Pferd ist heute sehr, sehr gut gewesen und der Rennverlauf passte. Es passte einfach alles und dann waren die anderen auf einmal in Nöten und ich hatte auf einmal noch ein gutes Gefühl im Schlussbogen. Dann habe ich ihn rausgenommen und dann ist er leicht drüber weggelaufen. Als absoluter Außenseiter ins Rennen gegangen, kann Tietz gleich zu Beginn von einem Fehler des Favoriten Prince of Persia mit der 9 in der Hand von Michael Nimczyk profitieren. Und Fehler von Prince of Persia in der Startphase. Tyrolean Dream Soccer kämpfen um die Führung. Im weiteren Rennverlauf hält Thorsten Tietz seinen Wallach im hinteren Teil des Feldes bis zum Schlussbogen. Tyrolean Dream sitzt fest, dann sieht man Khalid. Khalid fliegt daran und geht vorbei. Khalid ist vorn. Khalid, Toto 500, glaube ich. Khalid vor Rainbow Diamond oder Apache Locker, dann Tyrolean Dream und dann Soccer. Ein guter Renntag für Thorsten Tietz, an dem er bereits zuvor zum Favoritenschreck geworden war. Im Ulrich-Equine-Rennen ist Lil Alfred mit der 6 gefahren von Goldhelm Michael Nimczyk Top-Favorit. Doch auch Tietz hat mit Gri Maximus ein gutes Pferd und mit Startnummer 5 eine Spitzenposition. Die 5 ist Gri Maximus, Thorsten Tietz, Lille Alfred, die 6 Michael Nimczyk, die 7 Whirlwind BR Jürgen Zynusson und die 8 Misty Morning Christian Lindhardt. Und die Teilnehmer sind alle hinter dem Startwagen, 50 Meter bis zur Startmarke. Und Lille Alfred geht jetzt nur nach vorn, hat einen Vorteil, aber innen kämpft Gri Maximus dazu, kämpft noch einmal sich zurück. Gri Maximus innen kommt wieder, Lille Alfred muss kämpfen, Gri Maximus innen und außen, Whirlwind Bear, Gri Maximus, vor Lille Alfred, dann Whirlwind Bear. Tietz also vor Nimczyk, der aber vielleicht mit den Gedanken bereits beim eigentlichen Highlight des Tages ist. Im mit 12.000 Euro dotierten Kraft-Muscle-Abrennen kommt es zum Duell der Goldhelme. Deutschlands erfolgreichster Sulki-Fahrer Michael Nimczyk gegen den Superstar Björn Goop. Der Schwede ist mit einem weiteren Superstar nach Berlin gekommen, dem Hengst Portland. Und dem traut er einiges zu. It's a very, very good horse, Portland. He has been very good. Portland ist ein sehr, sehr gutes Pferd. Er hat in Kopenhagen gewonnen und davor bereits zweimal in Frankreich. Und auch letztes Jahr war er schon sehr gut. Aber wie immer im Sport muss man Respekt vor dem Gegner haben und auf alles gefasst sein. Wenn man sich zu sicher ist, kann man schnell auch mal als Verlierer dastehen. Too sure to win, you're gonna be the first one to lose. Zumal im Kraft-Muscle-Abrennen ein sogenannter Bänderstart zum Einsatz kommt. Bedeutet 20 Meter Rückstand für den Top-Favoriten Portland mit der 6. Die aber schnell aufgeholt sind. Michael Nimczyk hält seine Geheimfavoritin Charlotte Newport mit der 4 zunächst noch zurück. Eingangs der Zielgeraden liegen beide Goldhelme in aussichtsreicher Position. Innen in der Mitte, Portland außen, kommt Charlotte Newport dazu. Portland geht nach vorn, Portland außen, Charlotte Newport außen, der Goldhelm gewinnt vor dem anderen Goldhelm. Dann Gledder und dann Max Smiley, wo kennen Kibo? Charlotte Newport scheint rechtzeitig vor der Derbywoche zu ihrer Vorjahresform zurückzufinden, was Michael Nimczyk natürlich besonders freut. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und wenn man natürlich mit so einer Außenseiterin in diesem Fall jetzt gewinnt, ist das umso schöner, der Sieg. Ich bekam einen perfekten Rennverlauf, konnte lange im Windschatten von Portland sitzen und die letzten 200 Meter den Angriff starten. Und dann war Charlotte Newport einen Tick stärker. Der Countdown zur Derbywoche läuft und die Favoriten bringen sich in Stellung. Zwei Renntage stehen bis dahin noch an in Mariendorf. Alles natürlich zu sehen auf Hauptstadtsport TV. Renntag auf Hauptstadtsport TV wurde Ihnen präsentiert von Trotto.de.